Die Straßen waren erfüllt mit Tausenden von Soldatinnen und Soldaten, Matrosen und Piloten. Viele dieser jungen Menschen waren an Kriegsschauplätzen gewesen und die starken Eindrücke der Kriegsszenarien hinterließen ihre Spuren. Auf einmal kam ein Typ auf uns zu und sagte: Wartet mal, Jungs, ich möchte euch eine Frage stellen. Wohin kommt ihr, wenn ihr sterbt? In den Himmel oder in die Hölle? Wer war das, der in Sydney nach der Ewigkeit fragte? Frank Jenner hieß er, und die Frage wurde bekannt als die Frank-Jenner-Frage. Die Geschichte eines seelenrettenden Matrosen aus Sydney wäre nicht bekannt geworden, hätte es Francis Dixon nicht gegeben, einen Baptistenprediger aus England. Um Frank und seinen einzigartigen Dienst besser kennenzulernen, werfen wir einen Blick in seine Vergangenheit und in die der George Street in Sydney.